Heute gibt es wieder Neues von den Mercedes-Benz E-Vans, also den elektrischen Transportern von Mercedes-Benz. Und dafür habe ich wieder Unterstützung geholt von meinem Transporterkollegen und, ich sag mal, Experten, Malte Glander. Malte, stell dich kurz vor. Ja, genau. Ich bin hier in Pferden der Mercedes-Benz Transporter und Vans-Verkäufer. Ihr kennt ihn vielleicht aus anderen Videos, ne? Und genau. Und ja, genau. Heute geht's los mit dem E-Zitan-Kasten. Ja, und dann würde ich sagen, hallo und herzlich willkommen zu Mein Anders TV. Wie ihr wisst, bekommt ihr von uns jede Woche immer zwei Videos, ein Tippvideo, Fahrzeugneuvorstellung, Verbrauchsfahrten, also eigentlich alles, was ihr zu so Mercedes wissen müsst. Und heute dann auch mal endlich wieder was aus der Transporterschiene. Ich hoffe, es gefällt euch. Wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen hoch da. Wenn ihr noch mehr Videos sehen wollt, dann abonniert auf jeden Fall unseren Kanal. Und dann würde ich sagen, starten wir mal mit der Vorstellung unseres neuen Mercedes-Benz E-Zitans. Ja, der elektrische Transporter, Kastenwagen, Van, wie soll man sagen? Ja, der Einstieg in die Kastenwagenklasse, genau. Ja. Und jetzt halt auch wirklich voll elektronisch mit einer Reichweite von 280 Kilometern und echt ein alltagstaugliches Auto, was ja, im Gewerbe gut eingesetzt werden kann. Und was ich vorhin gelesen habe, es stand tatsächlich in den technischen Daten, innerorts elektrisch, also Reichweite innerorts, wohlgemerkt innerorts, 420 Kilometer. Genau, also da sieht man auch einfach, was das Fahrprofil wirklich verändern kann. Ne? Ja. Wir haben noch keine Innerortsfahrt von 420 Kilometern damit gemacht, das muss man vielleicht auch sagen, aber so ist es gemessen und komplett ausgedacht sind die Daten ja auch nicht. Das ist das WLTP-Verfahren, das neue Verfahren und ja, auf jeden Fall so gemacht, dass man eine gute Arbeitswoche, vielleicht auch manchmal nur zwei, drei Tage damit ohne Laden zurechtkommt und dann sonst einfach abends das Auto an die Wallbox stellt. Was aber ja auch wieder zeigt, dass es dann kein Langstreckenrenner ist, sondern einfach ein Auto ist, wo man sagt, das ist vielleicht das, für, also wenn man jetzt von dem Kasten ausgeht, wo man wirklich sagen muss, der sieht jetzt nicht aus wie ein typischer Transporter. Also der sieht wirklich schon aus wie ein vollwertiger PKW. Also Stoßstange jetzt schon eigentlich fast lackiert, schwarz in schwarz, Alufelgen. Genau. Das sieht extrem gut aus. Und man muss dann zu sagen, mit der Reichweite, selbst wenn man jetzt von 280 oder von 200 Kilometern ausgeht, dann muss man einfach sagen, wenn man jetzt vielleicht Heizungsbauer bin, Maler. Genau. Das meiste Handwerk, was sich auch wirklich ja um Kirchturm herum begibt oder auch ja normale Fahrten einfach von Pferden nach Bremen und zurück sind, kriegt man alles damit sehr, sehr gut und zuverlässig bewerkstelligt. Ja. Und ja, genau. In den meisten Fällen ist es ja auch so, der, also wenn man jetzt vom Handwerker ausgeht, man hat eine Baustelle, ich fahre da hin und bin ja oftmals dann auch in vielen Fällen länger an diesem einen Standort, um dann vielleicht meine Arbeit zu verrichten. Und dann ist es ja auch häufiger so, berichtige mich, wenn es nicht so ist, dass die Verbrenner eigentlich so gesehen mit der Reichweite, die sie haben, selten gebraucht werden. Das stimmt, das stimmt. Also der alltägliche Bedarf, dafür ist die Reichweite, die wir hier haben, echt ideal. Ja. Und so ein Auto wird halt auch häufig dazu genutzt, um irgendwie Essen, ne, auszufahren, Catering und alles. Und auch da sind es ja wirklich Fahrten, die immer in einem Nahbereich sind. Ja. Ne? Also du fährst ja die Pizza, die du bestellt hast, nicht nach Frankfurt. Nee, das stimmt. Also das ist ja alles im kleinen Bereich. Ja. Ja, kommen wir mal zu den Daten. Wir haben die Reichweite schon genannt. Leistungstechnisch. Wie viel Leistung haben wir hier? Also die Batterie ist eine 45 kW Batterie. Von der Batteriekapazität, okay. Genau, ja. Kapazität. Mhm. Wir haben die Lademöglichkeit, DC-Laden bei 75 Kilowattstunden und AC-Laden, also das normale Wallbox zu Hause laden, in der Grundvariante 11 kW. Mhm. Man hat aber auch die Möglichkeit aufzubuchen quasi auf 22 kW. Ja, also ist ein optional an 22 kW der AC-Lader hat. Genau, okay. Richtig. Mhm. Und dann lädt er einfach ein bisschen schneller auf. Ja. Ja, das kann der Kunde so kaufen, wie er es möchte. Ja, wobei man den meisten Fällen ja sagt, eigentlich lädt so ein Auto dann vielleicht auch abends in der Firma oder tagsüber, wenn es vielleicht da steht, vielleicht sogar über Photovoltaik, also schon ausreichend. Das heißt, und von der Motorleistung her haben wir dann 122 PS oder wo liegen wir hier? Ich guck nach, Joschka. Ja. Tatsache, du hast recht. 90 kW, 90 kW und 122 PS. Ich habe tatsächlich beim Video des EQTs aufgepasst. Das heißt, wenn ihr Interesse am EQT-Video habt, schaut gerne bei uns im Kanal vorbei. Wir haben auch schon ein Video zu dem Familienvan gemacht in diesem Fall. Ja. Ja, ich würde sagen, achso, ganz wichtig, wir haben hier LED High Performance Scheinwerfer verbaut. Nee. Wir haben hier LED High Performance Scheinwerfer verbaut. Die sind optional, richtig? Die sind optional. Sonst haben wir Halogen, ne? Auch die lackierte Stoßstange ist optional. Mhm. Man bekommt ihn auch noch einfacher ausgestattet mit Halogenscheinwerfern und nicht lackierten Stoßfängern. Aber ja, so wie hier ist es wirklich schon ein sehr, sehr schönes und attraktives Fahrzeug. Und wenn wir gleich hier vorne sind, wir haben das zum Laden ja schon gesagt. Hier
Wie von Geisterhand ist unsere Ladebuchse. Das heißt, hier können wir das Fahrzeug laden. Was ich tatsächlich sogar manchmal bei unseren Mercedes-Benz-Pkw so ein bisschen schade finde, denn die immer meistens immer entweder hinten links oder hinten rechts den Tankdeckel auf das Strom laden. Und es ist oftmals einfacher, vorne das Kabel einzustecken, als wenn man jetzt vielleicht von der Ladesäule weiter nach hinten gehen muss. Aber es hat bis jetzt bei mir auch immer geklappt, deswegen ganz so schlimm kann es nicht sein. In der Ausbildung haben wir auch gelernt, dass ein Mercedes-Benz eigentlich immer rückwärts eingeparkt werden soll. Ja, also genau. Von daher, mit der neuen Antriebsmentalität ist auch die Einparkmentalität ein bisschen andere geworden. Ja. Okay. Ja, ich würde sagen, damit haben wir zur Front alles. Ich würde sagen, schauen wir uns jetzt mal die Seite an. Wir haben gerade schon mal angefangen und sind dann zu dieser Seite gegangen, haben gemerkt, da ist ja gar keine Schiebetür. Was aber ja auch vollkommen richtig ist bei so einem Auto, denn normalerweise braucht man eine Wand ja auch für Werkzeugschränke oder... Genau, also du kriegst da auch eine zweite Schiebetür rein. Achso, würde sogar gehen. In der Serie ist es tatsächlich immer so, dass auf der Beifahrerseite halt der Laderaum zu öffnen ist, weil die auch in der Regel in der Stadt zum Beispiel am Fußweg bist ne? Und dann halt hier nicht viel sicherer an deine Ladung kommst als auf der anderen Seite. Ja. Genau, richtig. Ja, lang ist das Auto genauso wie beim EQT, 4,50 Meter Radstand. 2,71 Meter. Super. Und ganz wichtig, wenn wir jetzt von der Seite des Autos sehen, dann kann man eigentlich nicht erkennen, dass es sich um einen E-Citan handelt, richtig? Sondern nur an dem Schriftzug Electric, was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Genau, das ist vollkommen richtig. Und auch hier im Innenraum sieht man halt keinen richtigen Verlust der Ladekapazität. Ja, okay. Also das muss man auch ganz klar sagen. Dann lass uns doch von hinten reinschauen und dann sagst du mir ein bisschen was zu den Maßen. Denn das ist immer das Wichtigste eigentlich, dass man auch weiß, wie viel kann ich eigentlich in dieses Fahrzeug einladen und bis was für eine Länge. Und da gab es nämlich auch ein kleines anderes Thema mit der Rückwand, aber das gucken wir uns gleich an. Das gucken wir uns gleich an. Hier hat man auf jeden Fall die Möglichkeit, sehr gut, den noch einmal ein bisschen zu erweitern. Mhm. Also so ist es für einen schnellen Zugriff, aber wenn halt doch auch mal ein Gabelstapler das Auto beladen soll, weil Palettenbreite haben wir natürlich zwischen den Radkästen, dann kommt man so da halt deutlich besser rein. Oben an der Trennwand sind wir bei einer Ladelänge von ein bisschen über 1,50 und unten am Boden bei 1,80. Ne? Genau, und das, was Joschka gerade gesagt hat, manchmal ist es ja auch so, dass man gerne noch mal ein bisschen länger laden möchte, weil zum Beispiel eine Leiter rein soll oder ein Rohr da ist. Und die Trennwand, so wie wir sie da sehen, ist die Standardtrennwand. Kriegt man auch mit einem kleinen Fenster drin, dass man nach hinten gucken kann. Wobei wir bei dem jetzt auch zum Beispiel eine Rückfahrkamera haben. Oder wir können dieses Element hier auch klappbar bekommen. Dann ist es keine richtige Trennwand mehr, sondern Lastschutzgitter. Wir müssen dazu dann den Beifahrersitz einmal umklappen und können dann halt diese Seite noch mal umklappen und dadurch noch mal einfach ein bisschen länger laden. Ja, cool. Genau. Jetzt sehe ich hier noch eine Anhängerkupplung. Anhängelast, hast du die so im Kopf oder ist das... Ungebremst sind wir da bei 750 Kilo und gebremst dann bei 1,5. Ja, nicht schlecht. Ja. Wobei das ist ja auch voll, also auch das ist ja wieder Thema. Anhänger bei so einem Fahrzeug ist ja auch immer vielleicht gar nicht so unwichtig, dass man sagt, man kann auch noch mal andere Dinge mitnehmen. Genau. Aber oftmals sind es keine riesen schweren Dinge. Ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel an ein Elektrounternehmen denke, die haben dann oftmals Anhänger bei für Kabel, für alles Mögliche. Genau. Aber es ist halt alles nicht so extrem schwer. Nie bagatiert man mit der Fahrzeuggröße nicht. Das erwartet man aber ja auch nicht. Nee, eine Anhängelast da, auch ungebremst die 750. Fast schon ausreichend und mit der ungebremsten kommen wir ja sogar noch deutlich mehr und das ist, wie gesagt, gar kein Thema. Alles in Ordnung. genau, wir haben aber die Anhängelast da und können die halt auch wirklich elektrisch ziehen. Ja, cool. Also auch was Besonderes muss man auch jeweils sagen, denn oftmals ist es ja in dieser Fahrzeugklasse so, dass man mit Strom wenig Anhängelast hat oder vielleicht auch gar keine Anhängerkupplung hat. Genau. Hatten wir tatsächlich vorher auch beim Vito, beim ne? E-Vito zum Beispiel auch nicht, beim E-Sprinter nicht. Und man merkt einfach, dass die Marke Mercedes-Benz sich da deutlich weiterentwickelt. Und der ist nicht ohne Grund da, sondern da kann auch wirklich ein richtiger Anhänger ran. Ja, genau. Dann machen wir mal die Klappe zu, dann habe ich noch eine Frage. Denn, also das sind ja eigentlich die richtigen Türen, die man braucht als Handwerker bei so einem Auto. Gibt es auch eine Klappe? Du kriegst eine Holzklappe. Okay. Genau. Wäre das denn jetzt so wie es hier in Serie oder kann man oder ist diese Tür aufpreispflichtig? Das hier ist die Serie und eine Klappe kann man auch hinzufügen. Ah, okay. Genau. Ja, perfekt. Ja, das waren erstmal alle wichtigen Informationen zum Citan oder zum E-Citan und ich würde sagen, wir gucken mal rein.
was der alles drin so kann. Ne? Weil ja, das muss man echt sagen, wer das EQT-Video gesehen hat, wir sehen da wenig Unterschiede. Und das ist ja für so einen Transporter was richtig, richtig Feines. Ja. Okay, dann machen wir das. Ja, wir haben Platz genommen und tatsächlich fühlt es sich nicht an wie ein Transporter, muss ich gestehen. Mhm. Also ist alles an Ort und Stelle, das bekannte Mercedes-Benz-Lenkrad. Das ist jetzt wahrscheinlich das Serienlenkrad, richtig? Es ist auf jeden Fall das, was nicht mit Leder überzogen ist. Ja, genau. Ne, genau. Ja, aber trotzdem von der Bedienung eigentlich, ja, wie man es vom Mercedes kennt. Ja, genau. Du hast jetzt hier auch das MBUX mit drin. Mhm. Du bekommst es auch noch mit einem ganz normalen DIN Einschacht, ne? Ja. Dann sieht das Lenkrad tatsächlich auch noch ein bisschen okay, ohne anders dann, aus. Ohne Knöpfe, genau. Okay. Aber so mit MBUX und für mich persönlich ist ein Auto ohne MBUX auch nicht ganz fertig. Also das MBUX gehört irgendwie mit dazu. Ja. Genau, sieht dann das Lenkrad so aus. Ja. Und dann ist es wirklich ein, ich sag mal, ein vollwertiger Mercedes, muss man einfach sagen. Also es ist wirklich ein Auto, wo alles an Ort und Stelle ist und ganz wichtig, was ja auch nicht selbstverständlich ist, beim Elektroauto schon, aber dass wir gegenüber dem Verbrenner auf jeden Fall immer ein Automatikgetriebe haben. Genau. Beziehungsweise ein Einganggetriebe beim Elektroauto. Genau, du musst nicht mehr schalten, du kannst dich auf die Fahrt konzentrieren und ja, hast halt das Kuppeln nicht, ne? Ja. Also die Kupplung verschleißt nicht. Das stimmt. Und alles. Ja. Genau. Ach da, übrigens bei Verschleiß, das habe ich habe das wirklich nicht gewusst, dass bei dem, dass man tatsächlich, Anni, dann Malte, das musst du erzählen, weil ich konnte das gar nicht glauben. Ja, genau, also beim Kauf oder auch beim Leasing, beim Finanzierung von einem E-Van hat man halt wirklich 4 Jahre lang Service dabei. Das heißt, ich muss 4 Jahre lang keinen Service bezahlen, außer gegebenenfalls Verschleißteile, die ich halt Reifen, genau, Verschleißschäden, solche Sachen schon. Ne? Mhm. Also wenn du ja, einen Versicherungsschaden hast, dann geht das darüber nicht. Aber deine ganz normale Inspektion, auch die dann zum ja, Sichern des Batteriezertifikats und sowas da einfach ja, mit drin ist, ne? Hast du 4 Jahre lang keine Sorgen. Ja. Und da ist auch ein guter Stichpunkt, Batteriezertifikat. Es sagen immer viele, ach, so ein Elektroauto, was mache ich denn damit in 3 Jahren? Das hält alles nicht so lange. Ganz einfach, mal tatsächlich gesagt, Batteriezertifikat von Mercedes-Benz bedeutet 8 Jahre lang Garantie auf die Batterie oder aber 180.000 Kilometer. Ne? Und da muss man erstmal sagen, das ist, bei welchem Verbrenner kriegt man diese 8-jährige Garantie auf den Motor bzw. auf die elektrischen Antriebsteile? Und das finde ich schon, beziehungsweise auf die Batterie, das finde ich schon einen sehr wichtigen Faktor, genau, den man nicht vernachlässigen darf. Ja. Da gibt der Hersteller dem Kunden tatsächlich ganz, ganz viel Sicherheit, ja, und macht das aber auch, weil er sich da auch selber sicher ist. Ja, das stimmt. Ja. Genau. Ja. Ansonsten hast du gerade noch was gesagt, was ja für den Handwerker ganz wichtig ist. Hier oben gibt es noch zwei. Da kann der Kittel noch hin. Ja, genau. Also da kann entweder deine Jacke noch mal hinpacken, dein Arbeitskittel oder sonst irgendwas. Hast da noch mal die Möglichkeit, wirklich was hinzuhängen. Auch Tatsache noch lang genug Platz runter. Und wenn es der Kalender ist. Und wenn es der Kalender ist. So ist es. Ja, ansonsten, Jonas, guck mal ganz kurz bitte einmal auf das Tacho. Denn da finde ich es auch ganz cool, dass es tatsächlich auch wirklich alles da ist, wo man es braucht. Mhm. Das heißt, wir haben hier unsere Anzeige, ob jetzt zum Beispiel, wie viel Power ich abrufe, ob die Rekuperation gerade da ist, also ob er Strom zurückgewinnt. Und dann natürlich in der Mitte unser Multifunktionsdisplay, wo wir dann auch in Verbindung mit dem MBUX einiges anzeigen können. Sprich unsere Reisedaten, die Assistenz einstellen, wann ist der nächste Service. Oder aber auch zum Beispiel die Navigation sich anzeigen zu lassen, wo muss ich eigentlich abbiegen. Radio, Medien, Telefon, also alles, was ich quasi im MBUX habe, kann ich auch hier über das Lenkrad in meinem Tacho auswählen. Mhm, genau, alles schön. Entschuldigung. Genau, alles schön digital. Und die Assistenzsysteme, es ist halt auch Wahnsinn für so einen kleinen Transporter, was da halt für Assistenzsysteme alle optional mit reinfliegen. Ne? Also, worüber reden wir da, wenn wir jetzt über Assistenzsysteme reden? Ja, wir kriegen Notbremsassistenten, wir kriegen Totwinkelassistenten, Spurhalteassistenten. Also das sind alles Sachen, die ja, die nicht selbstverständlich sind. Überhaupt nicht selbstverständlich sind. Und? Sitzheizung, natürlich, klar. Mhm. Aktiver Einparkassistent, richtig. Und die Möglichkeit? Und die Möglichkeit einer Lenkradheizung. Genau. Finde ich viel cooler, weil gerade das braucht man ja, wenn man mit kalten Händen reinkommt, dass man dann wenigstens sagt, boah, jetzt habe ich schöne, warme Hände am Lenkrad. Und ja, das ist schon cool. Genau. Und dazu noch, ganz wichtig, weil wir ein Elektroauto haben, egal in welcher Ausstattung, haben wir immer die Möglichkeit von
Mercedes Mi, also wir können immer Mercedes Mi nutzen, sprich wir haben eine Standheizung und eine Standkühlung. Genau, muss man dazu wählen, okay. Aber wenn man es dazu gewählt hat, kann man das machen und das Ganze halt auch über genau, Mercedes Mi dann steuern. Ja, cool. Ja. Genau. Hier in der Mitte haben wir noch ein riesen Ablagefach. Das kann auch wegfallen, weil wir haben ja einmal die Möglichkeit, die Trennwand klappen zu lassen. Ja. Wir haben aber auch die Möglichkeit, zugegebenermaßen ist das ein Notsitz, aber hier eine Doppelbeifahrbank hinzukriegen. Ach, verrückt. Also wenn mal wirklich der dritte Mann mitfahren muss, ja, muss er nicht hinterherfahren, sondern kann auch elektrisch und vorklimatisiert mit einsteigen. Ein bisschen enger ist es, aber ja, besser als wenn er läuft. Also genau, ja, richtig. Ja. Genau. Ja, perfekt. Ja, dann würde ich sagen, dass wir euch hoffentlich einen guten Einblick in den neuen E-Citan geben konnten. Und wenn ihr Fragen oder wenn ihr einen E-Citan haben wollt, dann ist Malte natürlich euer Mann, denn das ist unser Transporter-Experte. Genau, klingelt durch, schreibt eine Mail, genau. Und dann machen wir weiter. Dann würden wir sagen, bis zum nächsten Mal, euer Malte Glander und ich bin Joschka Gossel vom Autohaus Anders und Schlechter.